Ein neues Jahr, ein neues Glück, eine neue Gurke. Herzlich willkommen bei der zweiten Verleihung der Gurke des Jahres, dieses Mal für das Jahr 2013. Wir sind wieder hier vor dem Palais de Festival, hier in Cannes, bei den 66. Cannes Filmfestspielen. Und nachdem man hinten schon einige bedrohliche Wolken sieht, würde ich sagen, wir fangen gleich an und begrüßen hier den Initiator der Gurke des Jahres, gleichzeitig auch der Regisseur des schlechtesten Films aller Zeiten, Space Tours Mission Eva, Andreas Auinger. Herzlich willkommen. Hallo. So, wir haben hier wieder diese wunderschöne Trophäe ganz neu gemacht für dieses Jahr. Ja, vielen Dank, Martin Jost. Es ist noch immer so gut wie im vorigen Jahr, keine Frage. Und wir freuen uns natürlich, die heuer auch wieder an den schlechtesten Film des Jahres vergeben zu dürfen. So, wir sind schon gespannt. Wir haben auch dieses Jahr wieder 10 Finalisten, für die man dann in den letzten zwei Wochen noch voten konnte, die sich herauskristallisiert haben unter sämtlichen Filmen, die auf www.cuke.it gecuked worden sind. Und diese Liste ist jetzt wohlgemerkt alphabetisch geordnet. Abraham Lincoln, Vampire Hunter von Basileus Productions. Bloß nicht dafür bezahlen, nur illegal downloaden. The Cold Light of Day von Summit Entertainment. Einfach nur langweilig, kaum nachvollziehbare Story, haarsträubende Dialoge und fragwürdige schauspielerische Darbietungen. The Devil Inside von Prototype. Mal wieder ein Exorzistenfilm, Kotz. Lockout von Europa Corp. Der Film sollte nicht Lockout, sondern Knockout heißen. Ich habe wunderbar dabei geschlafen. Red Dawn von Film District. Selten habe ich so ein riesiges Logikloch gesehen, dass sich dann auch noch Story schimpft, die schlicht und einfach nur dumm ist. Resident Evil Retribution von Constantin Film International. Evil goes boring. Skyfall von Eon Productions. Kevin allein zu Hause für Arme, das ist alles, was mir dazu einfällt. Snow White and the Huntsman von Roth Films. Der erste Film des Jahres, den ich mir nicht fertig ansehen konnte, ich habe es einfach nicht mehr ertragen. The Twilight Saga, Breaking Dawn Part 2 von Summit Entertainment. Nicht, weil er nicht wirklich abgrundtief schlecht wäre, sondern weil infantile Vampire einfach keinen mehr interessieren. Und Two Days in New York von Polaris Films. Furchtbar peinliche Nabelschau auf RTL Sozialporno-Niveau. Ja, das waren unsere 10 Finalisten mit den jeweils markantesten Kommentaren von unseren Cuken. Das heißt, jetzt wird spannend. Bis gestern konnte man noch voten und jetzt haben wir das Ergebnis schon hier. Wir sind gespannt. Öffne das Kuvert. The Cuke of the Year 2013. Le Cornichon de l'année, c'est. Die Gurke des Jahres 2013 ist Skyfall von Eon Productions. Na, wer hätte das gedacht? Ja, das ist die Trophäe, die werden wir jetzt wieder zur Post geben und dann direkt an Eon Productions schicken, damit dann ja, Barbara Broccoli sich diesen Preis auf den Kaminsims stellen kann. Das Einzige, was uns jetzt noch zu sagen bleibt, ist Gratulation zum Glückwunsch.